Einen wunderschönen guten Tag, liebe Lumenweisen und Umbrahexen. Weiter geht es mit Bayonetta 2. Wir durchschreiten jetzt diese Tür und gucken mal, was uns dahinter erwartet. On little children. I'm not a child. A mask. Let me guess. This is one of your assistants, little one? Nothing comes to mind, love. Sorry. Maybe you've got something you'd like to tell me, love. I'm not a fan of getting wrapped up in domestic disputes. Trust me, little one. He's not my type. Es ist Neo aus der Matrix. Wenn die Kugel auffangen. Fantastisch. Oh my. You're a Lumen Sage. Maskierter Lumenweiser. Wow, er ist schnell. Den Kampf wirklich auf Platin zu schaffen, das ist hart. Alter, was für Kombos der raushaut. Junge. Ein richtiger Kingdom Hearts Fight hier. Okay, da kämpft im Hintergrund sie auch noch. Ey, das ist so geil. Jetzt beginnt der Kampf erst richtig abzugehen. Kann sich auch verwandeln. Wow. Wir sind mit der letzten HP-Anzeige angekommen. Alter, das ist so geil. Ich bin so hyped, ey, auf diesen Kampf. Das ist ja der Wahnsinn, aber er lebt immer noch. Kann ich ins Menü eigentlich gehen? Nein. Ich habe keinen Heillutscher ausgerüstet. Das könnte sein, dass ich den Kampf verliere, weil er ist echt schwer.
Und das ist der normale Schwierigkeitsgrad, ich sag's mal einfach so nebenbei. Wow. Weiß halt nicht, ab welchem Phase ich den Kampf dann nochmal machen müsste. Wenn es der komplette Kampf ist, würde ich ihn skippen. Aber wenn es jetzt nur die letzte Phase ist, können wir die nochmal zusammen machen. Das ist jetzt so eine letzte HP-Leiste. Magie müsste sich schneller auffüllen, dann könnte ich nochmal einen Angriff raushauen. Oh, geil! Schlagabtausch. Oh nö! Ich habe den Kampf verloren. Ich wusste nicht, dass man auf die Dings wechselt, auf die große Gestalt. Okay, es ist die letzte Phase. Ja, okay, komm, machen wir. Ich habe ja jetzt wieder volle Lebensenergie, also dann sollte ich das auch schaffen. Machen wir diesen geilen Kampf einfach nochmal hier. In der letzten Phase. Ist fair, dass ich nochmal in der letzten Phase starten darf. Andere Spiele hätten nicht den Kampf nochmal komplett von vorne machen lassen. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, deswegen... Be gone, evil! Ja, hau. Ich bin ja eigentlich ausgewichen, aber ist egal. Ja, wie gesagt, manchmal frisst er einfach meine Button-Inputs. Deswegen fress ich halt auch Schaden. Deswegen ist es rein Platin zu kriegen echt nicht so einfach. Und das Ausweichen in der Luft ist auch nochmal, habe ich so das Gefühl, langsamer. Kann aber auch gut sein, dass das Ende des Kapitels dann ist. Die letzte Phase ist auch die schwerste.
habe die schlechteste Bewertung bekommen. Stein. Das wäre super. Da ist hier natürlich die Gesamtbewertung extrem in den Keller. Aber wobei, ich habe Silber bekommen, weil ich hatte zweimal Platin. Und einmal rein Platin. Ja, und ich habe alle Kämpfe gefunden. 39.000, damit kann ich mir die Waffe kaufen, glaube ich. Muss ich nochmal gucken, in Gates of Hell. Ja, aber ich dachte mir schon, dass das hier das Ende von Kapitel 4 sein muss. Dann werden wir gleich im Shop vorbeigehen. Kapitel 5, die Kathedrale der Kaskaden. So, dann gehen wir mal im Shop vorbei und gucken mal, was uns die Waffen kaufen. You got Halos, I got items. Welcome to the foundation of a barter economy. Oh yeah. Waffen. Ne, 49.000 kosten die. Ah, ich dachte 39.000, habe ich mich um 10.000 vertan. Shit. Ja, okay, dann wird das mit den Waffen leider nichts. Blöd, aber naja. Aber ich will die definitiv haben. Aber ich denke mal 10.000 Heiligenscheine kriegen wir noch zusammen. Und starten wir jetzt in Kapitel 5. Let's go. Dank Lukas Energie verfügst du über eine neue Fähigkeit. Nein, linken Stick und drücke zweimal ZR. Ach was, wir können uns verwandeln. Hätte Luki aus dem Wasser schneller schwimmen. Mit B. Jetzt können wir uns auch unter Wasser verwandeln. Das ist praktisch. Why did you have to go and do that, little one? Wake up. Damn it. Wake up! Enough jokes. Wake up! Play dead with someone who can make you dead? Men like to gamble, love. Risking everything for nothing. Seems about right. I know another little boy just like that. Sounds like my kind of guy. Maybe a bit of a pervert, though. Let's go. We're almost to the cathedral. Alright, let's go. Da wir jetzt nun die Fähigkeit haben, können wir dann uns unter Wasser auch, wie gesagt, fortbewegen. Das passt natürlich, da hier sehr viel Wasser ist. Macht es auch Sinn, dass wir die Fähigkeit bekommen haben. Okay, let's go. Einfach eine Unterwasserschlange. Musik, wie geil ist das denn alles? Tja, was? Engel. Können wir unter Wasser nicht kämpfen, oder? Oder doch? Doch, können wir. Wasserkämpfen ist halt echt nicht so cool. Ich
Wollte mich eigentlich nochmal umgucken, was hier noch ist. Ich hatte nämlich was gesehen. Was hier? Ah, hier vorne. Untersuchen. Der Eingang zur Kathedrale ist versperrt. Ich muss einen anderen Weg finden. Da drüben leuchtet etwas. Da wollte ich hin. So, mal sehen, was die Herausforderung diesmal ist. Bitte nicht wieder eine Combo. Besiege den Gegner. Die Hexenzeit kann nicht aktiviert werden. Ohne Hexenzeit. Oh, okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Autsch, fuck. Aber ausweichen geht ja trotzdem. Wurde zweimal getroffen. Könnte vielleicht noch Platin geben, aber Gold gibt's definitiv. Definitiv ja. Silber. Ach, scheiße. Na gut. 2 von 4 Herzen. Aber das Wichtigste ist ja das Item, was wir bekommen. Okay, das hätten wir. Ist hier sonst noch was versteckt? Da ist noch was. Wieder ein Teil. Goldene LP der Engelshymnen. Erlkönig 1 von 2. Okay. Ich vermute mal, das andere Stück gibt es hier unter Wasser wahrscheinlich nicht. Vielleicht im nächsten Abschnitt oder so. Guck doch mal, ob auf dieser Seite noch irgendwas ist, was ich vergessen habe einzusammeln. Ansonsten dürften wir hier auch dann durch sein, denke ich. Hier ist nichts. Jetzt wird auch kein Kampf getriggert oder irgendwas. Da unten sehe ich noch was. Aber ich glaube, das war's auch schon. Ein Lutscher. Ich glaube, den rüste ich auch mal aus. Ist schon ausgerüstet, okay. Ah, der hier. Ausrüsten, machen wir mal dahin. Okay, das wär's dann, glaube ich, hier. Dann können wir hier raus. Dieser Boost unter Wasser mit B, der funktioniert halt nur, wenn man einmal B drückt, aber wenn ich B gedrückt halte, passiert leider nicht viel. Also ich kann nicht die ganze Zeit über sprinten, wenn man so möchte. Let's go.
So, da ist was erschienen. Ah, Mondperle verfügbar, beziehungsweise eine komplette haben wir jetzt. Super geil. I like it. Da liegen ein paar Ringe. Mitnehmen. Eine Engelswaffe habe ich leider nicht gekriegt. Sehr schade. Okay, da geht's raus. Aber ich kann B spammen, das geht. Dann sind Bayonetta schneller in dieser Gestalt. Ein Rabe habe ich leider auch nicht mehr gesehen. Ah, da wir es gerade davon haben, da ist er ja. Da ist nochmal die Gates auf Hell. Wie viele Ringe habe ich? 43, das reicht leider nicht. Ich denke mal, da geht es dann weiter oder wird ein Kampf getriggert. Aber erstmal sammeln wir das hier ein und die Krähe. Okay, ein Herz brauche ich noch. Da unten liegt doch was, ein Buch. Hier von 20. Was muss ich denn damit machen? Aktion. Ah, okay. Drehen! Drehe. Ach, es geht die Zeit zurück. Damit die Brücke wiederhergestellt wird. Okay, geschafft. Pain. Ein Gegner aus der Hölle. Infernal? They don't look like your kind of normal attention. A friend, love? I think my friends and I might have had a falling out. Why would Infernals be after me? Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? To know some of you are keeping your part of the contract. Let's do this. Let's do this. Hey, boss fight time. Oh god. Wie soll ich auf den Angriff reagieren? Ich habe den nicht kommen sehen. Okay, wird alles geflutet. Ach, die haben auch Waffen. Ja, sehr geil. Finde ich sehr cool. 47.000. Man kann leider keine Dinge verkaufen, ansonsten könnte ich mir jetzt die Waffe holen bei Rodan.
Ah, Mist. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser im Kampf abgeschnitten, wäre das auch nicht das Thema. Aber naja. Kann es jetzt auch leider nicht ändern. Egal. Wird ja nicht die letzte Möglichkeit sein, die wir haben im Shop. Da ist noch was. Die Kamera manchmal ist, wenn man sich unter Wasser bewegt, wie sie schlimm. Ist eine Plattform. Aber hier ist nichts, oder? Würde ich das ja sehen. Hier ist was. Okay, das war's, glaube ich, hier. Ja, jetzt aber raus hier. Kathedrale der Kaskaden, große Halle. Da ist was. Das ist das andere Stück der LP. Yeah. Eiskönigin 2 von 2. Erlkönig. Wir wissen, was die Waffe macht, Junge. Ich kann nicht angreifen. Guck dir das an. Ich bin gleich tot, Alter. Was zum Teufel ist hier los? Ja, die werden verstärkt von diesen Huren hier. Hacke nicht eine Waffe? Nee. Er ist immer so ein bisschen ein Tritt in die Eier, wenn der Ehrgeiz irgendwie erreicht ist, von wegen, ja, ich möchte eine Möglichkeit ausweichen und eine gute Zeit bekommen bei den Gegnern, dass ich Platin bekomme. Aber es ist wirklich nicht einfach. Also das Spiel ist, was das angeht, nochmal schwerer als der Vorgänger. Will nicht wissen, wie es im dritten Teil ist. Kriegst du wahrscheinlich einfach Stein, wenn du einmal getroffen wirst. This is it. This is it. The bridge to the heavens should be right above us. Are you sure? Not really. Not really, huh? But you're right. This is it. Call it a woman's intuition. Women's intuition. What kind of silly comic book shit is that? You still don't know a thing about me. Let's just say I have plenty of experience with nothing coming to mind. What? I spent 500 years not knowing who I was. I only found out the truth recently. You too? Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. But I know I have to. It's all I know. Does that make any sense? Come now, little one. Can't let the girls know you've got a heart. It's not like that. If that's all you know, that's all the sense you need. Just believe. That's what I did. Bayonetta. Ich würde gerne da hoch, aber irgendwie ist das Gespräch noch im Gange. Okay, jetzt. Hier ist was. Hätte ich gerne. Oh ja. Das kann ich gebrauchen. Let's do it. Oh, da ist noch ein Rabe. Hab ich? Hab ich. 25. Okay, da können wir nochmal rein. Das machen wir noch. Wir beenden, denke ich mal, auch das Kapitel dann. Ich glaube, denn es ist leicht zu Ende. Kann ich mir gut vorstellen, aber nochmal gucken, was hier abgeht.
Kampf auf Zeit. Besiege den Gegner nach, vor Ablauf der Zeit. Okay. Let's go. Bingo. Oh, das ging schnell. Da wir 3 von 4 Hexenherzen haben, die gehen wir, denke ich, auch mal jetzt wieder mal Lebensenergie. Und somit auch volle. Awesome. Okay, was haben wir denn hier? I think I remember this. Huh? You again? Oh, hey, Mouthy Brat Kid. So, I see you're acquainted. How did you get here? I'm the great Luka Luka. I didn't go through all these ridiculous ordeals to just randomly show up in opportune places, you know. See? Risking everything for nothing. Told you I knew someone just like that. So, what are you after this time? Oh, loads of stuff. For instance, I found this really great place for seafood. They do an amazing sardine meuniere. But more importantly, I'm investigating an old Noatun story known as The Legend of Aesir. The Legend of Aesir? This fairy tale is... Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You don't say. The Legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the Trinity of Realities to be split into 3 realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The 3 worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the Earth from his holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will, so the power he wielded was split into 2 equal halves and entrusted each to humanity's instincts, the right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. The eyes?
That's right. The eyes of the world. Controlled by a Lumen Sage and Umbra Witch. The eyes of the world? However, the influence of the right eye, the one controlled by the sages, left this world forever with the death of the final sage. Do the natural disasters that are occurring right now have something to do with the loss of the right eye? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. So if the truth is here, then so am I. And I think the key to that truth is that mountain, Fimbulventer. How do you find these things? I've done my homework. Would you expect anything less from the marvelous, magnificent, magnanimous Luca? Bayonetta, get on! Okay, alles klar. Weiter geht's. Jetzt kämpfen wir auf einer Kugel. Echt viele, ey. Ich hab gedacht, dass der letzte Abschnitt so lange braucht, sorry. Ja, das kommt jetzt noch eine Cutscene und dann sind wir schon im nächsten Kapitel. Oder vielleicht nur noch ein Bossfight oder sowas. Das geht ja noch ein bisschen länger, als ich dachte. Ja, dann können wir die nächste Folge einfach ein bisschen kürzer machen. Gucken wir mal. Jetzt spiele ich mit ihm. Aber mit Magie kann ich ihn zurückschleudern. Ew. If I can just do something about that. Er gibt einfach nicht auf. Zwei auch noch. Einer hat Eisattacken und der andere Feuer, wie es aussieht. So close.
Na fuck. Beide auf einmal. Hervorragend. Das ist unübersichtlich, der Kampf. Sind denn die Waffen eigentlich von seinem Kollegen? Die noch auch noch irgendwo rum. Aber ich glaube, ich kann die nicht aufnehmen. Stein, ey. Scheiße, es lief so mies. Right. Let's go. Let's. Okay, let's go. Damit haben wir das Kapitel endlich abgeschlossen. Kapitel 5, die Kathedrale der Kaskaden. Oh. Ach ja. Na, es wird dann mit jedem Kapitel schwieriger, weil auch andere Gegner noch in den Mix dazukommen. Die ein bisschen hartnäckiger zu bekämpfen sind. Aber gut, wir starten dann in der nächsten Folge in Kapitel 6, die Brücke zum Himmel. Und ich werde jetzt nochmal offscreen die Waffen kaufen gehen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Bayonetta 2. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.